So, meine Lieben, da sind wir wieder bei der Luxusvilla. In der letzten Folge haben wir ja hier unten, also Fundament aufgebaut und dann hier so ein bisschen gestrichen. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass mir das nicht so gefällt. Deswegen werden wir das nochmal kurz ändern. Wir werden nämlich das und pack das. Ja, jetzt sieht es doch ein bisschen besser aus. Gott. So. Hier unten mussten wir jetzt eigentlich nichts mehr machen, außer den Boden. Dann machen wir das doch mal eben. Fliesen für die Küche. Welche nehme ich denn da? Ich würde mal sagen, die weißen. Kurz die Wände wieder ein bisschen, ja, so. So. Er sieht doch eigentlich recht. Oh, das backt jetzt schon rum, ey. Oder bin ich? Nee. So. Stein, Holz. Das ist ein bisschen zu dunkel. Das hier sieht auch nicht schlecht aus. Hier fürs Wohnzimmer. So. Aber da passt die grüne Farbe jetzt schon wieder nicht zu. Egal, das ändern wir dann. Fürs Badezimmer kommen auch Fliesen hin. Für den Rest, da gucken wir halt mal eben. Weißen Laminat. Oh, das stört mich gerade, wenn das so buggy ist. Müssen wir mal eben gucken, dass wir nicht nach draußen dass wir hier nicht nach draußen gelangen. So. Mal gucken, ob ich, bin ich wieder draußen? Nein, bin ich nicht draußen. So. Mache ich das jetzt genauso? Oh, na gut, einen drücke ich nicht. Ach, Fliesen, wo habe ich sie denn da? Fürs Badezimmer nehmen wir dann halt diese Fliesen. So. Hier würde ich sagen, machen wir ein Flauschteppichchen. Und schön blauen. Ist ja so eine blaue, die blau, ach, keine Ahnung jetzt. So, gehen wir nochmal auf Holz. Gibt den auch in anderen Farben, wäre schön, nicht in anderen Farben. Aber hier, aber passt dann schon wieder da nicht zu. Ah. Dann nehmen wir doch das hellere Holz hier. Gott.
Ja, sieht doch bis jetzt schon mal gut aus. So, jetzt will ich eben noch fürs Wohnzimmer die Wandfarbe ändern. Nehmen wir jetzt doch einfach mal weiß hoch. Ja, sieht auch ein bisschen besser aus. Ich hoffe, der hat jetzt hier nicht überall dieses. Okay, und dann machen wir das doch hier gleich mit weiß. So. Ja, jetzt passt das Blau aber da schon wieder nicht zu. Oder? Ich habe eigentlich gesagt, das bleibt jetzt so, aber egal. So, gucken wir mal eben. Ja, jetzt sieht es doch besser aus. Und jetzt habe ich falsch. Mache ich hier doch den gleichen Boden nochmal rein. Dann sieht das doch einfach noch beknackt aus. So. Für die Küche, da bleibt jetzt so, wie es ist. Gehen wir eine Etage höher für den Boden. So, für den Flur nehmen wir wieder das gleiche Holz und wir machen hier oben so ein dunkleres. Nehmen wir so eins. Und den. Wir nehmen den. So. Fliese fürs Badezimmer, nehmen wir wieder die hier. Hier kommen dann die gleichen rein. So. Hier vorne habe ich vielleicht was anderes vor. Aber ob das dann so klappt, wie ich das haben möchte, ist noch eine andere Frage. So. Dann nehmen wir Teppich für die einzelnen Zimmer. So. Weißer Teppich. So. Wenn man hier so ein Sternteppich war. Oh, das geht ja voll auf die Augen. Vielleicht so. Das sieht schon besser aus. Vielleicht für das Zimmer. Ne, sieht doof aus. So. Babyteppich. Ne. Ist so ein Teppich. Das sieht schon besser aus. So. Ach, die Fliesen habe ich hier oben schon. Okay. Und dann mache ich hier so ein Vinyl. Hier so eins. Auch wieder so dunkel, ne? Nicht so ein. Ja. Machen wir da den gleichen Boden rein. So. So, Böden haben wir jetzt im Haus überall. Jetzt brauchen wir halt nur noch Wände. Wie wär's mit dem Stein? Ah, sieht nicht aus. Sieht aus wie so ein Badezimmer. Machen wir das hier genauso. So.
gerade, was hat das jetzt überhaupt? Gegossen, Anstrich, gucken wir mal. Dann haben wir aber wieder hier diese komischen Tapeten. Leider doch. Für den Flur nehme ich ein ganz normales Weiß. Wo habe ich das normale Weiß denn? Ah ne, das ist ja hier bei Anstrich. So, normales Weiß, wo bist du denn? Da, genau. Joa. Dann nehmen wir für die auch diese normale Weiß. Jetzt haben wir, hier haben wir ja glaube ich auch schon Dingens drin, oder? Haben wir jetzt hier schon. Ja, hier haben wir noch gar keine Tapete drin. So. Oder ist das hier heller? Ne. So. Ich öffne noch die beiden Räume hier. Was ist das hier? Sieht auch nicht schlecht aus. So. Ein Räumchen noch. Nehmen wir das gleich noch mal in Blau. Perfekt. Jetzt habe ich aber mal eine kleine Idee, dass wir hier vielleicht so einen kleinen Dachvorsprung machen. Braucht man eben eine Säule. Mehrstöckig. Ja, die nicht. Ach. Welche nehme ich denn da? Ich würde mal sagen, ich nehme die. Ja, hopp. So. Was sind hier für Säulen? Oh, die sehen ja auch schön aus. Aber nein. So. Dann nehmen wir dafür einen Steinboden. Ne? Und dann den hier. Wie so ein Überstand, wisst ihr? Kann ich halt. Wollte ich gerade sagen. Ach. Warum bin ich denn so doof heute? Ja, Teppich. Vielleicht gucken wir mal hier. Vielleicht haben wir hier Blaues drin. Nein, da haben wir nichts Blaues drin. Vielleicht kann ich ja die Farbe ändern. Ne, leider nicht. Ich müsste das ja dazu passen. Wir sind so. Ne. Huch. Aber ich glaube, da kann ich nur so ein Dach hin machen, was? Das machen wir jetzt mal eben. Das sieht auch gut aus. Das sieht echt nicht schlecht aus. Da muss ich dann halt nochmal die Farbe machen.
gucken wir mal. Ja, sieht doch eigentlich gut aus. So eine schöne Villa. Sieht eher gesagt aus wie so ein Haus, aber. So. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich kann mir nicht auf die Uhr schauen. Ja, schon knapp eine halbe Stunde. Vielleicht geht die Folge noch ein bisschen. Ach, vielleicht noch ein bisschen. Hä? Ach so. Oder haben wir hier nicht noch irgendwo anderes Weiß? So richtig knalliges Weiß. Da ist so diese perfekte Farbe. Oder dann mache ich das doch hier auch noch. So. Ja, oder machen wir mal ein bisschen kleiner wieder. So, das reicht so. Jetzt brauchen wir noch einen passenden Boden hierfür. Oder dann nämlich so ein weißes, so ein graues. Ne, vielleicht so was hier. So ein weißes. So ein weißes, ja. Ja. Aber in Farbe. Wir können aber auch warten, ne? So, jetzt sieht es doch gleich besser aus. So. Jetzt mal gucken, ob wir hier nichts vergessen haben. Ach, hier haben wir ja auch noch was. Wartet. Hier hinten habe ich nämlich nicht mehr dran gedacht. Haben wir jetzt das? Ach, das ist schon da. Oh. Ja, sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Baufolge wieder. Ich würde sagen, bis dahin und ciao.